Beruflich, was machen Sie da? Wüsste jetzt nicht, was Sie das angeht. Ja, okay, nein, bei Finanzmarkt ist es ja so, dass Polizist oder, wie gesagt, Diplomat kann ja nicht handeln, deswegen. Ach so, okay. Ja, nee, das bin ich nicht. Nicht? Okay. Auch nicht Journalist, ne? Hochladen fehlgeschlagen, dann ja. Müssen Sie die anderen, was Sie rübergeschickt haben, ja, also Sie haben ja einen Schrank mit einem Nikolaus rübergeschickt. Das brauche ich ja nicht. Also das können Sie dann löschen, ja, löschen Sie das und dann laden Sie die neuen Dokumente auf. Okay, okay? Wo muss ich da draufdrücken? Beim Löschen, warten Sie mal ganz kurz. Und es ist auch seltsam, dass Sie solche Fotos rübergeschickt haben, obwohl Sie gewusst haben, also obwohl Sie wissen, dass Sie ein Foto von Ihrem Ausweis brauchen, Selfie, ja. Soll ich Ihnen sagen, was ich seltsam finde? Ja, bitte. Den Job, den Sie machen. Hallo, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch mal wieder ein deutlich längeres Video mitgebracht. Zurzeit weiß ich leider noch nicht so richtig, was ihr mögt und ob ihr lieber kürzere oder längere Videos bevorzugt. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Videos, die zum Beispiel 10, 20, 30 oder gar 60 Minuten lang sind. Mit euren Antworten kann ich mich dann ein wenig mehr nach euch richten und meine Videos dann nach eurem Geschmack auch gestalten. Natürlich ist es nicht immer leicht, die Abzocker auch 60 Minuten am Telefon hinzuhalten. In diesem Video war der Abzocker allerdings schlau genug, ganze 60 Minuten auf Punktlandung mit mir zu verplempern. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Gerhold Steiner. Hm? Schönen guten Tag, mein Name ist Alex Baumann. Ich grüße Sie vom Market Road an. Ich sehe, dass Sie eigentlich reden wollten. Währung, ja? Ja. Stimmt das? Ja, genau. Und da wollte ich Ihnen die behilflich bei der Aktivation von Ihrem Account, ja? Mhm. Okay? Ja. So, zeige ich mal. Bitte, haben Sie Erfahrung davon? Nee, noch gar nicht. Keine Erfahrung? Okay. So, wie alt sind Sie? Ich bin 28. 28, super. Okay, verheiratet? Nein. Nicht verheiratet? Okay. Beruflich, was machen Sie da? Wüsste jetzt nicht, was Sie das angeht. Ja, okay, nein, bei Finanzmarkt ist es ja so, dass Polizist oder, wie gesagt, Diplomat kann ja nicht handeln, deswegen. Ach so, okay. Ja, nee, das bin ich nicht. Nicht? Okay. Auch nicht Journalist, ne? Nee. Okay. Gleich zu Beginn fängt das Gespräch schon an, bis zum Himmel zu stinken. Der nette Herr fragt mich, ob ich Polizist oder Diplomat oder Journalist bin, weil diese angeblich nicht handeln dürfen. Was die Diplomaten angeht, bin ich mir nicht wirklich sicher. Allerdings erschließt sich mir aus allen drei der genannten Berufen kein Grund, wieso davon jemand nicht handeln dürfte. Gerade was Journalisten angeht, ist das absoluter Quatsch. Hier geht es lediglich darum, dass die Betrüger wohl gleich auflegen wollen, wenn sie einen der genannten Berufsgruppen am Telefon haben, damit der Betrug nicht auffliegt. Diplomaten genießen besondere Rechte vor dem Gesetz, wodurch dieser es wohl schaffen würde, länderübergreifend die Betrüger zu verfolgen. Polizisten sind da sicherlich ähnlich, da sie quasi an der Quelle sitzen. Bei Journalisten wird es wohl ausschließlich darum gehen, dass man keine negativen Schlagzeilen für die Betrüger verursachen möchte. Allerdings bin ich kein Jurist und kenne mich hier auch nicht genau aus. Vielleicht habt ihr noch eine Idee und erklärt es mir unten mal in den Kommentaren. Wieso darf man als Journalist nicht handeln? Ja, weil das ist die Grundlagen für den Finanzmarkt, das ist. Ach so. Ja? Mhm. Okay, gut. Und sagen Sie, haben Sie Schulden? Nee, habe ich auch nicht. Keine Schulden. Insolvenz sind Sie auch nicht, ja? Nee, also ich frage die Fragen, damit ich alles zusammenlegen kann, dass ich einen Vorteil habe, dass ich Sie besser kennenlerne und dass ich auch Ihre Ziele erkennen kann, ja, deswegen. Mhm. Okay? Okay. Also nicht insolvent.
Und sagen Sie, haben Sie schlechte Schufa oder gute Schufa? Keine Ahnung, ich habe da noch nie nachgefragt. Aha, also Sie wissen es nicht. Dann fragen wir halt so, können Sie irgendwo in einer Bank zum Beispiel ja Kredit nehmen? Dann kann ich beurteilen, ob Sie gute oder schlechte Schufa haben. Ja, das ist kein Problem. Also ich habe einen Autokredit erst vor kurzem bekommen. Ach so, also Sie können Kredit nehmen, ja? Mhm, ja. Okay. Und das Ziel war, nebenbei verdienen oder wollten Sie Haus kaufen, Auto kaufen oder sowas in der Richtung? Ja, ein Auto habe ich ja jetzt schon, ein Haus, ja. Mal gucken, vielleicht irgendwann in Zukunft mal. Mhm. Was ist denn da los also, bei Ihnen im Hintergrund? Da klatschen ja, so viele Leute. Ja, das sind die anderen Agenten deswegen. Ach so, so. Hat jemand Geburtstag? Ja, eben deswegen. Ja, da hat einer Geburtstag und deswegen klatschen die uns so. Ach so, okay. Natürlich klatschen die Leute im Hintergrund, weil jemand Geburtstag hat. Nee, ist klar. Habt ihr das dreckige Gelache von dem Typen gehört? Der dachte wohl, ich bin blöd und glaubt das auch noch. Ja, eben deswegen. Ja, da hat einer Geburtstag und deswegen klatschen die uns so. Ach so, okay. Fröhlich. Deswegen. In Wirklichkeit wurde gerade im Hintergrund einfach ein erfolgreicher Abzockversuch gefeiert. Wie man hier mitbekommt, nehmen sich die Betrüger ja für jedes Opfer viel Zeit und investieren sehr, sehr viel kriminelle Energie, um an euer Geld zu gelangen. Jedes Mal, wenn im Hintergrund also Leute jubeln, ist das nichts anderes, als dass sie es feiern, dass sie gerade es geschafft haben, wieder jemanden um sein Geld zu bescheißen. Oder habt ihr von eurer Bank schon mal eine fette Party im Hintergrund gehört? Ziel können wir dann sagen, so ungefähr, dass Sie ein Haus kaufen wollen, ja? Ja, also wäre schon mal nicht schlecht für den Anfang, ja. Ja, für den Anfang, okay. Oder wir können auch einen Nebenverdienst schreiben oder sowas. Wie Sie wollen. Ja, also ich habe zumindest gelesen, dass man da gut Geld mit verdienen kann. Ja, das kommt drauf an, was Sie eigentlich da antreten wollen, ja? Deswegen. Okay, mhm. Also gut Geld kann man verdienen. Es kommt drauf an, wie viel Sie einlegen, wie viel Sie... Das werde ich Ihnen jetzt dann gleich alles erklären, ja? Mhm. Okay. Haus kaufen. Ja. Okay. Gucken Sie, Sie haben ja gelesen, dass dass wir das automatische System haben, ja? Wir sind eine große Firma. Sie können handeln mit Kryptowährungen, Sie können handeln mit Rohstoffen, Sie können handeln mit Aktien und mit Währungen, ja? Es kommt darauf an, was Sie machen wollen, ja? Das ist so. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt die Investition, die ist das minimale 250 Euro, das wissen Sie ja, das haben Sie ja gelesen, oder? So ja? Genau habe ich da jetzt noch gar nicht geguckt. Genau, das minimale Investition ist 250 Euro, diese 250 Euro, die kostet das ist Ihr Geld. Dieses Account ist wie so eine Sparkasse, ja, so ein Sparkonto. Und dieses Sparkonto können Sie dann benutzen, also die 250 Euro legen Sie dort rein und diese 250 Euro können Sie dann benutzen, wie viel Sie wollen. Zum Beispiel diese Woche will ich mal 50 Euro benutzen, ja, mal gucken, wie das alles so läuft. Kommt der Roboter, nimmt die 50 Euro, legt sie in 10 Produkten ein, was Sie ausgesucht haben, ja, und von diesen 10 Produkten macht er dann 8 Produkte, macht er Gewinn. Okay. Verstehen Sie, was ich meine, ja? Das ist so 80-85% ungefähr, ja? Und dann kriegen Sie noch einen Finanzanalytiker dazu. Also der Finanzanalytiker, der wird Ihnen auch dann ganz genau erklären, welche Knöpfe Sie können benutzen, was Sie können benutzen und so. Ne? Und die Schulung können Sie dann benutzen. Also der wird Ihnen alles dann auch ganz richtig erklären. Okay. Verstehen Sie, was ich meine, ja? Okay. Sagen Sie mal, die Aktivation, wie können wir das machen? Haben Sie eine Visa oder eine Mastercard? Eine Visa-Karte habe ich. Eine Visa-Karte, okay. So, nehmen Sie bitte die Visa-Karte und die ersten 6 Zahlen bräuchte ich. Dann gehe ich so mal kurz suchen, einen kleinen Moment. Mhm. Bei Ihnen läuft da im Hintergrund Musik. Ja, damit wir die anderen... Die anderen Agenten hören, deswegen. Ja, das stört weil ein bisschen. Weil
die reden ja auch, ne? Das stört ein bisschen. Okay, dann mache ich mal ein bisschen leiser. Ist es so besser? Ja, so hört man es nicht mehr ganz so schlimm. Die Begründung, wieso Musik im Hintergrund läuft, ist auch wieder nichts anderes als eine Lüge. Ich denke mir mal, dass es nichts anderes als zur Motivation dient. Allerdings hört man in keinem einzigen deutschen Callcenter, dass Musik im Hintergrund spielt, weil es ist einfach unprofessionell. Das ist wirklich eine unschöne Macke, die wohl wirklich nur aus den ausländischen Callcentern stammt. So, die Kartennummer, welche Stellen brauchen Sie da? Die ersten 6 Nummern bräuchte ich. So, das ist dann die 4-5. 4-5, ja. 0-1. 0-1. Und die 2-5. 2-5, okay. So, kleinen Moment bitte. So, und was haben Sie denn eigentlich gelesen in der Reklame, dass ich das auch so richtig verstehen kann? Na, ich habe eine Webseite gefunden, fragen Sie mich jetzt nicht mehr, welche das war, und da stand halt, dass man da Geld mit verdienen kann. Mehr habe ich jetzt da gar nicht geguckt. Ja, genau, okay. Ja, wir haben ja Reklame und deswegen, also die Reklame, die sagen ja dann, das ist ja so ungefähr dann, dass ich Geld verdienen kann, das kommt darauf an, was sie eigentlich handeln wollen, ja. Zum Beispiel wollen sie mit Kryptowährung handeln oder wollen sie mit Aktien handeln oder wollen sie mit Rohstoffen handeln. Das kommt ja auf die Sache drauf an, ja. Habe ich das jetzt noch gar keine Ahnung, ich dachte vielleicht Kryptowährung oder so. Kryptowährung, ja, weil Kryptowährung ist eigentlich gut, warum? Weil die Kryptowährung, die geht ja im September hoch. Okay. Da kann man eigentlich gut Geld verdienen. Deswegen. Also ein kleiner Tipp von mir. Warum geht die im September hoch? Ja, weil es ist ja von der amerikanischen Sparte, wie zum Beispiel, wie viele Plätze werden frei, wie viele Plätze werden voll. Also wer arbeiten kann, wer nicht arbeitslos ist. Und, so, ne? Und das liegt ja alles dann zusammen und so. Und deswegen ist es ja so, dass wir halt eine kleine Information haben. Von den Sachen, dass halt Kryptowährung geht. Ja, okay. Der Betrug wird hier immer deutlicher. Er will mir also weismachen, dass im September die Kurse für Kryptowährungen hochgehen. Und die Begründung ist unter anderem wegen den Sachen und so geht sie hoch. So ein Quatsch. Niemand kann euch im Voraus sagen, wann ein Kurs rauf oder runter geht. Der Kurs entsteht dadurch, dass Menschen ihre Anteile kaufen oder eben verkaufen. Das bedeutet, dass hier Hunderttausende einzelne Entscheidungen dazu führen, ob eine Währung oder was auch immer steigt oder fällt. Um das zu wissen, muss ich noch nicht einmal Börsenprofi sein. Okay. So. Kleinen Moment bitte, ja? Ganz kleinen Moment. Ja. Der ganz kleine Moment hat hier natürlich wieder etwas länger gedauert und ich habe auch im folgenden Teil des Videos einige Wartepausen für euch wieder rausgeschnitten, damit es nicht allzu langweilig wird. Insgesamt war das ganze Video exakt eine Stunde lang. Okay. So, wie viel wollen Sie denn eigentlich verdienen? Ungefähr. Was haben Sie für ein Ziel eigentlich, dass Sie das, wie viel Geld wollten Sie denn eigentlich verdienen? Oh, keine Ahnung, so genau habe ich mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Also für ein Haus sollte es schon reichen. Ja, eben. Also, wie gesagt, also das Minimale ist ja 250, ja? Sie sind ja mit 250 Euro einverstanden, oder? Ja, wie viel ist denn sinnvoll? Ja, okay. Wie viel sollte man denn einzahlen? Also, das Minimale, sage ich ja, das Minimale für Ihren Account ist 250. Ja, ich muss die Frage stellen wegen der Finanzabteilung. Die Finanzabteilung, wenn Sie okay sagen, dass Sie Ihnen dann einen Link schicken können, dass Sie das dann machen können, ja? Okay. Ja. Okay. So, einen kleinen Moment bitte.
So, Herr Gerold? Hm? So, okay, Sie haben ja eine Visa-Karte, ja? Ja, genau. Die Visa-Karte und so, ne? Also da bräuchte ich, Sie haben ein Mail von mir bekommen, können Sie mal reingucken? So, da muss ich mal nachgucken. Ja, Alex Baumann, okay. Ne, ist aktuell noch nichts da. Mhm, können Sie mal bei den Junkmails gucken? Oder beim Spam? Ist aktualisiert noch. Dann gucken wir mal nochmal bei dem anderen nach. Ja. Also die E-Mail-Adresse bestimmt gerold.steiner@mdccfun.de, ja? Ja, genau. Genau. Okay. Aber es dauert bei mir manchmal ein bisschen länger. Ja, kein Problem, ich bin auf der Linie. Dafür bin ich ja auch da, das Schienbehilfsbezirk. Sie sitzen in Berlin, haben Sie gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Also so. Unser Büro ist in der Schweiz. Ach so, in der Schweiz. Ja, genau. Ja, das brauche ich ja gerade wieder ein bisschen. Ja, das Internet ist halt so, ne? Deswegen. Nee, also es ist jetzt noch nichts da. Haben Sie nichts bekommen? Warten Sie jetzt schließlich doch mal eins drüber. Ja. Die Musik ist wieder bei Ihnen so laut. Also, ja, genau. So. Ist das besser? Mhm, danke. Okay. Ja, weil wir benutzen ja IT-Telefone und IT-Telefone werden ja gehört deswegen, ne? Also bei uns ist halt so Sicherheiten. Aber lenkt das nicht ab auf Arbeit mit der Musik im Hintergrund? Das Nerven. Also, wenn wir mit Klienten reden, ja, und die Klienten, also die Aufmerksamkeit geht ja auf die Klienten. Also die Musik, die hört man fast gar nicht. Also okay. Bei uns ist es ja so, deswegen. So, können Sie nochmal gucken, ob Sie bekommen haben? Was die Musik angeht, das ist tatsächlich richtig nervig. Ich habe auch in diesem Video hier einige Rauschunterdrückungsfilter benutzen müssen, um die Musik aus dem Hintergrund rauszufiltern. Deswegen hört ihr hier auch selten Musik im Hintergrund. Das hat auch einfach rechtliche Hintergründe. Naja, jetzt ist hier irgendwas mit Aktivierung Ihres Handelskontos. Alex, genau, das ist meine E-Mail-Adresse. So, einen kleinen Moment noch. Warten Sie mal ganz kurz. Soll ich mich da jetzt anmelden auf dem Link? Nein. Also da auf diesem Link nicht, ja, weil wir machen ja die Zahlungsmethode machen wir ja über Visa. Da haben wir eine sichere, also weil dieser Link ist für Mastercard, ja, und Sie haben ja Visa-Karte und Sie haben eine andere Methode, also zum Zahlen, deswegen. Ach so. Ja. Deswegen werde ich Ihnen einen Link schicken, ja, und bei diesem Link machen wir das dann gemeinsam. Aber dafür bräuchte ich erst noch Ihren Ausweis vorne und hinten, ja, und ihr Gesicht. Ja, und zu meiner E-Mail-Adresse können Sie das bitte schicken, ja? Wie, Sie meinen, ich soll meinen Ausweis per E-Mail schicken? Ja, genau. Also Sie können es ja fotografieren, oder? Ja, aber haben Sie da keine sichere Methode? Eine sichere Methode? Warten Sie, ich frage mal nach, ja? Ganz kurz. Ich habe es euch schon oft gesagt, aber per E-Mail ein Ausweisdokument zu schicken, da fängt der Identitätenbetrug einfach schon an. Jeder Mitarbeiter hat darauf Zugriff oder könnte darauf Zugriff haben und könnte eure Daten dann überall für irgendwelche Anmeldungen verwenden.
Schickt niemals, aber auch wirklich niemals, eure Ausweisdokumente in Kopie per E-Mail. Dafür gibt es sichere Apps. So, jetzt bin ich wieder dran. Ja. Hören Sie mich? Mhm. Okay. Sie sitzen vor dem Computer, oder? Ja, ich bin am Computer. Okay. Dann können Sie bei Market Food Trade, können Sie das mal reinschreiben? Ja, sagen Sie nochmal. Market Pro Trade. Market Pro und Trade. Trade. Hm. Und dann? Und dann sehen Sie dann, warten Sie ganz kurz ein bisschen. Also .de oder? Nein, nein, schreiben Sie bloß, also nur Market Pro Trade. Ja, okay. Okay. Hm. Und dann so ein bisschen Sie aufsuchen. Ja. Die Musik ist wieder was laut. Was sehen Sie? Ja, bei mir geht. Entschuldigen Sie bitte. So. Jetzt habe ich hier die Google-Suchergebnisse. Mhm. Genau. So, jetzt frage ich mal, dass ich das alles auch richtig. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Hallo? Noch jemand dran? Ich kann sie nicht mehr hören. So einen kleinen Moment, ja? Ja. So, das wird dann halt unsere Seite sein und da können Sie dann die Dokumente raufladen, ja? Na, jetzt bin ich ja erstmal bei Google. Mhm. Erstmal ganz kurz. So, hören Sie mich? Mhm. Ja gut, die Musik ist wieder laut. Ja, ich will es. Mhm. So. Also machen wir das so. Wir gehen jetzt zu unserem Mail, was ich Ihnen geschickt habe. Ja? Ja. Unsere Webseite, haben Sie ja gesehen, da ist ja ein Link, ja? Ja. Drücken Sie auf das Link. Ja, habe ich drauf gedrückt. Okay, was sehen Sie? Und jetzt muss ich mich hier einloggen. Genau, einloggen ist nur Ihre E-Mail-Adresse. Schreiben Sie nur Ihre E-Mail-Adresse. Mhm. Und den Passwort sage ich Ihnen dann gleich. Ja. Weil wir benutzen ja einmaligen Passwort und so, ne? Und deswegen ist es halt so. Dann können wir Ihren Passwort ändern. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. So. Haben Sie Ihre Mail eingegeben? Ja, habe ich eingegeben. Gut. Mit dem Passwort schreiben Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ein großes A und ein kleines A. Ja. Okay. Genau, habe ich eingegeben. Stand ja auch schon in der E-Mail drin. Ja, genau. So, was sind Sie jetzt? Es lädt noch, jetzt bin ich drin, ja. Ja, was sehen Sie? Jetzt ist das hier alles auf Englisch. Also da oben. Ja, sehen Sie ganz oben, Englisch, drücken Sie auf Englisch, dann können Sie die Sprache ändern. Ah ja, okay, dann haben wir das jetzt auf Deutsch. Ja, haben Sie es Deutsch gemacht? Ja. Gut, dann gehen wir zu den Dokumenten. Dokumente, ja. Sehen Sie, links, ja. Dokumente, mhm. Drücken Sie auf Dokumente. Ja. Und hier können Sie Ihre Dokumente dann aufladen, ja, und rüberschicken. So. Ah ja, dann kann ich das hier direkt hochladen. Genau. Ah ja, das ist aber hier Selfie brauchen wir dann auch, ja? Mhm, ja. Soll ich das jetzt schon hochladen? Ja, wäre es nicht schlecht, weil ich muss bei Ihnen einen Link schicken, wo wir dann die Einzahlung machen. Ach so, ja. Okay. Hm. Okay. So. Also wenn Sie es gemacht haben, sagen Sie es mir, ja? Ja, ich habe hochgeladen.
Auch Ihr Selfie, ja? Mhm. So, einen kleinen Moment. Aber ich habe noch zu kommen. Deswegen. Okay. So, einen kleinen Moment. Ich warte mal nach, ob die da... Mhm. Hallo? Ja? Was haben Sie denn rübergeschickt? Na, die Bilder, die Sie wollten. Welche? Ich wollte ein, also von vorne hinten den Ausweis, ja? Mhm. Und Ihren Selfie? Ja, genau. Genau, und also auch einen Reisepass oder so, wenn Sie einen gültigen Reisepass haben, oder einen Führerschein. Nein, Reisepass habe ich nicht. Ah, Führerschein haben Sie, oder? Den habe ich auch, ja. Ja, gut. Können Sie es auch mal rüberschicken, weil bei uns ist nur was anderes angekommen. Ach so, dann gucke ich nochmal nach dem Führerschein, Moment. Bei uns ist ein Schrank mit einem Nikolaus angekommen. Ach so, ja, also Sie wollten ja ein Selfie haben. Ein Selfie von Ihnen, ja. Kleinen Moment. Hm. Also wir haben gerade mal Halbzeit in dem ganzen Gespräch und ich habe ihm ein Foto von einem Weihnachtsmann geschickt und er checkt noch immer nicht, dass er eigentlich die ganze Zeit verarscht wird und macht noch eine ganze halbe Stunde weiter. So, Herr Gerhard, haben Sie schon drüber geschickt? Ja, da. Ja? Mhm. Also Ihren Ausweis vorne und hinten. Ein Selfie von Ihrem Gesicht, ja? Mhm. Und Ihren Führerschein vorne und hinten, ja? Genau. Mhm, kleinen Moment. So, also wir haben noch nichts bekommen von Ihnen. Habe ich aber geschickt. Haben Sie geschickt. Also Sie haben einen Schrank mit einem, wie gesagt, Nikolaus auf dem Schrank. Das haben Sie uns geschickt. Mhm. Also nicht von Ihrem Ausweis oder von Ihrem Führerschein oder Ihr Gesicht. Genau. Also diese Daten bräuchten wir eigentlich. Weil ohne diese Daten können wir Ihnen keine Einzahlung machen. Wieso nicht? Ja, weil wir Ihre Daten brauchen, deswegen. Na, die sind doch hier eingetragen. Nein, wir brauchen denn das ist ja so ungefähr wie auf der Sparkasse, ja? Wenn Sie zum Beispiel ein Konto eröffnen, dann wollen die auch Ihren Ausweis und dann schauen Sie sich an und dann machen wir das alles so, ne? Aber so, wenn Sie mir nicht schicken, dann kann ich ja keine Einzahlung machen. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist richtig, ja. Ja, eben. Deswegen bräuchten wir, also wie gesagt, Ihren Ausweis vorne und hinten, mhm, Ihren Selfie und Ihren Führerschein vorne und hinten. Okay, können Sie das rüberschicken? Bitte? Ja. Hier steht Hochladen fehlgeschlagen. Hallo? Also wie gesagt, bei mir steht Hochladen fehlgeschlagen. Ist da noch jemand? Hallo? Ein bisschen langweilig, wenn Sie sich nicht mehr melden. Herr Gerold, ja? Wir haben noch nichts bekommen von Ihnen. Ja, bei mir steht hier, wie gesagt, dass ich keine Bilder hochladen kann. Wo steht das? Wenn ich auf Datei auswählen klicke und dann mein Bild auswähle, mhm, dann kommt Hochladen fehlgeschlagen. Hochladen fehlgeschlagen, dann ja, müssen Sie die anderen, was Sie rübergeschickt haben, ja, also Sie haben ja einen Schrank mit einem Nikolaus rübergeschickt. Mhm. Das brauche ich ja nicht.
Also das können Sie dann löschen, ja, löschen Sie das und dann laden Sie die neuen Dokumente auf. Okay, okay. Wo muss ich da drauf drücken? Beim Löschen, warten Sie mal ganz kurz. Herr Gerold? Mhm. Also wenn es so nicht funktioniert, dann können Sie es halt hier auf die E-Mail schicken. Nee, per ja. E-Mail, das macht man ja nicht. Also wir haben sehr viele Klienten, die machen das eigentlich über E-Mail. Also da gibt es überhaupt keine Probleme eigentlich. Ja gut, mag ja damit keine Probleme geben, aber das ist nicht seriös. Ja, bei uns ist es ja so seriös gewesen, aber Sie haben ja da ein paar Fotos geschickt, wo ich eigentlich nicht bräuchte. Das ist ja das Problem. Wie gesagt, können Sie es nochmal ausprobieren? Mhm. Steht wieder die gleiche Fehlermeldung. Fehlermeldung? Mhm. Dann, was sehen Sie bei Ihrem Account eigentlich? Na, ich bin auf Dokumente, Ihre persönlichen Identifikationsdaten, bla bla, und dann kommt hier wieder so ein Feld mit Datei auswählen, und wenn ich da, da eine Datei auswähle, dann kommt Hochladen fehlgeschlagen. Seltsam. Können Sie die Seite nochmal neu aufladen? Ja, kann ich auch probieren. Mhm. Dann gehe ich nochmal auf die Startseite. Genau. Dann klicke ich auf Dokumente. Genau. Datei auswählen. Mhm. So, und jetzt lädt was. Datei, Hochladen fehlgeschlagen steht hier. Hm. Warten Sie mal ganz kurz. Beim Ausweis, ja? Mhm. Also nicht bei Adresse oder Zahlung oder Einzahlungserklärung. Nur beim Ausweis. Und da steht dann die Datei fehlgeschlagen ist. Ja. Ja? Ja. Moment, ich frage mal bei einem technischen Problem. Vielleicht wissen Sie das, was wir machen. Mhm. So, okay. Versuchen wir es nochmal so. Wir schalten mal alles aus, ja? Mhm. Also gehen ganz raus von dieser Seite. Okay, also soll ich die den ganzen Browser schließen? Ja, genau. Und dann gehen wir zu meinem Mail nochmal. Mhm. Okay, den Browser habe ich geschlossen. Mhm. Dann gehen wir zu den E-Mails, wo ich Ihnen dann E-Mail geschickt habe. Ja. Mach mir genau dasselbe. Also das auch zumachen. Nein, nicht zu machen. Da drücken Sie wieder auf den Link. Ja, lädt noch die Seite. Ja. So, wo sind Sie jetzt? Es lädt noch. Irgendwie braucht das gerade ein bisschen länger. Ach so. Die Musik ist bei Ihnen schon noch wieder so laut. Ja. So, jetzt mal ein bisschen leise. Ach so, ne, jetzt habe ich auf den gleichen Link nochmal geklickt. Mhm. Die neue E-Mail ist noch gar nicht da. Nein, Sie müssen auf den Link drücken, weil wir brauchen erst Ihr Personalausweis. Also wie gesagt, Ausweis vorne und hinten. Na, ich dachte, Sie haben jetzt nochmal eine neue E-Mail geschickt. Ah, nee. Ach so, nee, dann gehe ich nochmal hier drauf. Das ist dieselbe E-Mail, ja, genau. Dann mache ich die nochmal auf. Weil der Handelskonto ist ja dasselbe. Hm. So, dann... So. Jetzt sehe ich auch was, dann gebe ich da nochmal E-Mail-Adresse und Passwort ein. Genau.
auf Deutsch, ja? Genau, stelle ich jetzt gerade wieder auf Deutsch ein und jetzt bin ich wieder in der Übersicht. Mhm. Bei Info Übersicht, ja? Dann gehen wir wieder zu den Dokumenten. Ja. Und dann bei Datei auswählen. Ja, dann auf Datei auswählen und dann wähle ich das Bild wieder aus. Mhm. Dann kommt die gleiche Fehlermeldung. Ja. Uiuiui. Was können wir machen? Fehlermeldung. Kleinen Moment. Ich hab Zeit. So, hallo. So, jetzt bin ich nochmal da. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist. Warum sie nichts mehr hochladen können, das ist eigentlich seltsam. Weil normalerweise, also, wenn sie auch Datei auswählen, dann kommt ein kleines Fenster auf, ja? Ja, genau. Mit den Fotos und so, ne? Richtig. Genau. Und dann müsste sie eigentlich die Fotos aussuchen. Genau. Und sie haben ihr halt dann, wie gesagt, ein paar Fotos geschickt, die wo ich gar nicht brauche. Deswegen. Da steht immer noch Hochladen fehlgeschlagen. Wird nichts hochgeladen. Seltsam. Ganz seltsam. Über E-Mail wollen sie es nicht schicken, ja? Nee, das ist mir zu unsicher. So, ich frag mal nochmal nach. Vielleicht haben wir ein anderes Link, was wir machen können. Ja. Also Postident könnte ich vielleicht noch anbieten. Da habe ich die App erst auf dem Telefon installiert. Was ist das, Postident? Na, das ist sowas wie ein Videocall mit einem Mitarbeiter auf der anderen Seite, wo man dann die Sachen in die Kamera halten muss. Ah, ich frag mal nach. Warten Sie mal ganz kurz. Mhm. Herr Gerold? Ja. So, wir machen jetzt ein, wie gesagt, eine zweite Stimme, ja, und die zweite Stimme wird mit Ihnen reden, ja, und wie Sie das halt dann machen können, ja, okay? Okay. Kleinen Moment bitte. So, da der Betrüger jetzt scheinbar nicht mehr mit mir weiter weiß, werde ich einfach an den nächsten Mitarbeiter weitergereicht. Na dann, mal schauen, wie lange das ganze Spiel noch geht. Hallo, guten Tag, es ist Walter Frey von Finanzabteilung. Ja, hallo. Sie verstehen, Sie müssen uns noch die Dokumente schicken, oder? Genau, richtig. Perfekt. Haben Sie probiert, einfach auf unserer Plattform Ihre Dokumente herunterladen? Ja, da kommt dann immer eine Fehlermeldung. Welche Fälle? Was bekommen Sie? Warten Sie, ich muss nochmal probieren, dann zeigt das vielleicht gleich nochmal. Ja, probieren Sie. Normalerweise muss das funktionieren. Da steht Hochladen fehlgeschlagen. Hochladen was? Hochladen fehlgeschlagen. Okay, habe verstanden. Wenn es nicht funktioniert, können Sie einfach direkt mir zur Finanzabteilung Ihr Dokument schicken, damit ich es selbst machen kann. Was das für Sie? Wie meinen Sie das? Also, Sie schicken einfach Ihre Unterlagen zu mir, zum Finanzabteilung, und dann mache ich es für Sie. Weil, keine Ahnung, warum es nicht funktioniert, vielleicht irgendwelche technischen Probleme. Und per Post meinen Sie, oder wie? Bitte? Per Post meinen Sie denn, oder wie? Per E-Mail. Und das hatte ich ja Ihrem Kollegen schon erklärt, dass ich das per E-Mail zu unseriös finde, das macht man nicht. Warum ist es nicht unseriös? Na, es ist nicht unseriös, es ist ja unseriös. Warum es nicht seriös ist, das verstehe ich leider nicht. Okay, dann, wenn Sie wollen das nicht machen, ich probiere es jetzt, warum funktioniert das nicht? Vielleicht kontaktiere auch die IT-Abteilung. Mhm. Also bei mir habe ich schon probiert, es funktioniert
Deshalb. Ja, also, aber bei mir steht Hochladen fehlgeschlagen in roter Schrift. Was benutzen Sie, Handy oder Rechner? Ich nutze den Computer. Computer? Vielleicht probieren Sie, benutzen Sie jetzt Google Chrome? Den Tor-Browser. Tor-Browser? Vielleicht probieren Sie jetzt einfach mit Google Chrome die Tor. Weil vielleicht kann sein, dass Fehler ist wegen dieser Tor-Browser. Den anderen Browser habe ich ja nicht. Sie haben doch Windows, oder? Genau, Windows XP. Dann müssen Sie einfach normales Internet Explorer haben. Nee, den habe ich auch runtergeschmissen. Also ich habe nur den Tor-Browser. Also zur kurzen Erklärung, der Tor-Browser ist ein Browser, der mehr oder weniger auf dem Firefox-Browser basiert. Und mit diesem Browser meldet man sich nicht über die eigene IP zu Hause an, sondern man geht über einen kostenlosen VPN ins Internet. Der VPN oder beziehungsweise der Tor-Browser, der ist so aufgebaut, dass man sich über verschiedene Schnittstellen im Internet, also im kompletten Internet, verbindet und über mehrere Knotenpunkte geht. Damit stellt man sicher, dass die IP-Adresse, mit der ich surfe, nicht mehr zurückverfolgbar ist und ich habe eine IP-Adresse aus irgendeinem anderen Land. Aber nicht nur das. Ich verbinde mich in der Regel über 7 verschiedene Knotenpunkte. Das heißt, sollten die Betrüger versuchen, die IP-Adresse zurückverfolgen, finden sie immer wieder erstmal ein anderes Land, bevor sie zu mir kommen. Und in der Regel verfolgt man das so weit nicht zurück. Also es wäre mir nicht bekannt. Dazu muss man dann schon irgendwelche ganz kriminellen Sachen gemacht haben, damit sich jemand so viel Zeitaufwand nimmt, die IP-Adresse dann wiederzufinden, wo der eigentliche Besucher herkommt. Nur den Tor-Browser. Benutzen Sie beim Tor-Browser in der irgendwelche VPN oder sowas? Ja, genau. Dann probieren Sie diese VPN ohne VPN. Kann sein, dass das Problem wegen dieser VPN ist. Na, das ist ja beim Tor-Browser der Sinn der Sache, dass man einen VPN hat. Den kann man da nicht mal ausschalten. Die kann man nicht ausschalten. Habe ich verstanden. Probieren Sie es vielleicht. Haben Sie Handy dabei? Oder? Ein Handy habe ich auch, ja. Vielleicht probieren Sie es einfach mit Handy zu machen. Na, aber da kann ich ja nicht das Internet aufmachen. Da habe ich ja sowas gar nicht. Also, ich denke, das Problem ist mit diesem Tor-Browser und weil Sie auch ein VPN benutzen. Auf welchem Land steht Ihr VPN? Ist es auf Deutschland? Keine Ahnung, das sehe ich hier nicht. Das können Sie im Tor-Browser ändern. Schauen Sie. Wo muss ich denn da draufklicken? Das kann ich leider Ihnen nicht sagen, aber wenn Sie Ihren Tor-Browser starten, normalerweise wählen Sie, in welchem Land Sie sein wollen. Das haben Sie nicht, oder? Nee, da sucht er automatisch was aus. Er sucht automatisch. Also das Problem ist auf jeden Fall mit diesem Tor-Browser und VPN. Ja gut, aber auf anderen Webseiten geht es ja auch. Bitte? Auf anderen Seiten geht es ja auch. Ja, ich verstehe. Also, was ich Ihnen empfehlen kann, ist einfach zum uns, zum Finanzabteilung, Ihre Dokumente per E-Mail schicken und dann können wir auf unserer Seite diese Dokumente hochladen. Ja, aber wie gesagt, sowas macht man ja nicht. Man schickt ja nicht seinen Ausweis durch die Gegend. Okay, verstehe ich. Dann, ich spreche ganz kurz mit IT-Abteilung. Ich gebe dein Telefon zurück zum Herr Baumann, okay? Alles klar. Super, dann ganz kurz. So, dann scheint wohl der zweite Typ auch mit mir vollkommen überfordert zu sein und reicht mich wieder zurück an den vorherigen Mitarbeiter. Und hier geht's auch nochmal ein kleines bisschen weiter. So, Herr
Gerold? Ja. Und was haben Sie da geredet? Na, das gleiche wie gerade eben. Wir sind nicht weitergekommen. Weitergekommen, ja. Das ist schlecht. Also warum wollt ihr eigentlich nicht über E-Mail schicken? Das ist ja ganz sicher eigentlich. So E-Mail, da gibt es ja eigentlich keine Probleme, ja? Weil das geht ja direkt zum Finanzamt, also Finanzabteilung bei uns, ja. Und die machen dann halt die Eröffnung für die Einzahlung. Und wie gesagt, die geht ja nirgendwo anders hin. Da brauchen Sie keine Angst haben, weil wir sind ja für Sie da, deswegen, dass das alles auch was stimmt. Es gibt auch immer noch seriöse Firmen, die genau so ein Verfahren verwenden. Das heißt, dass man den Personalausweis als Kopie per E-Mail mit Vorder- und Rückseite einsendet. Allerdings ist hier die Betonung eben auf seriös. Wenn euch Google zum Beispiel danach fragt und ihr euch sicher seid, dass das Google ist, zum Beispiel, soweit mir bekannt ist, ist das hier leider bei YouTube mit der Legitimation, wenn man die 1000 Abonnenten geschafft hat und man Geld verdienen möchte, auch noch so. Es ist aber eben auch eine seriöse Firma und keine Firma, die man nicht kennt. In diesem Fall kann man ausnahmsweise vielleicht auch noch eine Ausnahme machen, weil es ist einfach eine vertrauenswürdige Firma, wo man sich auch sicher sein kann, dass die E-Mail-Konten dementsprechend auch geschützt sind. E-Mail-Server sind sehr, sehr leicht einfach hackbar heutzutage. Und mal davon abgesehen, ihr kennt die Mitarbeiter einfach nicht. Und ihr wisst nicht, ob die Mitarbeiter sich nicht die Daten vielleicht einfach runterladen oder dadurch, dass die Firma ja ohnehin schon unseriös ist, mit der wir hier sprechen, ihr wisst einfach nicht, was mit den Daten nachher passiert. Ja, aber per E-Mail ist ja nicht sicher, das ist ja nicht verschlüsselt. Naja, also bei uns ist es ja wie gesagt, wenn Sie jetzt zu uns rüberschicken und so, ja, das ist ja verschlüsselt, also für den Finanzabteilung ist es ja verschlüsselt. Sie geht ja nur zu uns rüber und wir benutzen das eigentlich nur zur Eröffnung von Ihrem Account. Deswegen. Ja gut, aber das kann ich ja dann nicht nachprüfen, wer da die E-Mails alles aufmachen kann. Und dann klaut nachher irgendjemand mein Ausweisfoto und ja, macht damit irgendwelche krummen Sachen. Das kann man ja nicht wissen. Nein. Also bei uns ist es ja so, dass die Dokumente eigentlich übergehen. Wie gesagt, also mein E-Mail kann sowieso keiner anmachen. Das kann nur ich. Das ist ja kein Problem. Das ist für mich, wie gesagt, das sind ja, bei uns wird ja alles durchgesehen, ja? Also wird ja alles aufgezeichnet. Zum Beispiel, was wir jetzt dann reden und wie wir das alles machen und so, ja? Das wird alles aufgezeichnet. Also nochmal zur Erklärung. Ich selbst nutze zum Beispiel einen eigenen Webserver. Das heißt, ich bin komplett Herr der kompletten Maschine und betreibe dort auch einen eigenen E-Mail-Server. Und ich kann da natürlich auch einsehen, wie oft versucht wird, der Server anzugreifen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie oft da täglich versucht wird, über irgendwelche Mechanismen in das System hineinzugelangen. Und das ist bei anderen Firmen natürlich nicht anders. Wenn man jetzt eine AdWeb oder eine GMX oder eine T-Online-E-Mail-Adresse hat, dann steckt da natürlich ein Riesenkonzern dahinter, der seine Server auch pflegt. Wenn man aber nun eine eigene E-Mail-Adresse verwendet, wie hier diese Firma eben zum Beispiel mit einer eigenen Domain-Endung, ist das immer ein Problem, weil darum muss sich auch jemand kümmern. Und wenn sich darum nicht wirklich gekümmert wird, was in diesem Fall auch auf keinen Fall so sein wird, weil die Firmen ändern ständig ihre Domain-Endung, dann kann man sich da nicht sicher sein, ob da genug Hintergrund ist, dass man eben die Server auch schützt. Und aus diesem Grund schickt niemals einfach so, wenn ihr die Firma nicht kennt, eure Daten per E-Mail, schon gar nicht den Personalausweis, keine Rechnungen. Das ist einfach viel zu gefährlich. Und wie gesagt, auch wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihren Ausweis, wird er verschlüsselt zu uns rübergeschickt. Deswegen. Ja, über die Webseite wird es vielleicht verschlüsselt rübergeschickt. Das kann ich aber auch kaum nachprüfen. Aber über eine E-Mail, das ist ja komplett unsicher. Naja, bei der E-Mail ist ja so, dass nur ich die E-Mail aufmachen kann. Ja gut, das weiß ich aber nicht. Keine andere anderen. Ja, eben. Ja, wie gesagt, normalerweise macht man das ja bei uns in Deutschland mit Postident oder ähnlichem. Postident, wir haben das hier nicht. Deswegen. Also ich habe nachgefragt, das haben wir nicht. Und wie gesagt, also ich weiß ja nicht, warum Sie eigentlich die anderen Fotos drüber geschickt haben, die wo wir nicht brauchen. Ich habe gemeint, dass Sie halt da Ihren Ausweis rüber schicken
Aber ja, so sehe ich, dass wir einen Schrank mit einem Nikolaus rübergeschickt haben. Hm. Warum? Tja, ganz einfach, weil er vielleicht auch noch an den Weihnachtsmann denkt, wenn er mir die ganze Zeit so einen Quatsch erzählt. Keine Ahnung. Weil wir haben ja zu ihm gesagt, dass wir einen Ausweis brauchen. Ja. Ja? Und ein Selfie, haben sie gesagt. Wie bitte? Und ein Selfie, haben sie gesagt. Und ein Selfie, ja. Und ein Selfie habe ich auch nicht bekommen. Das habe ich ja hochgeladen. Also ich habe kein Selfie bekommen. Ich habe nur, wie gesagt, einen Schrank mit einem Nikolaus. Das ist alles, was ich bekommen habe. Und das sind so 6 Fotos oder so, ne? Das ist ja komisch. Ganz komisch, ja. Hat der Kollege schon was rausgefunden? Der hat ja gesagt, er will bei der Technikabteilung nachfragen. Warten Sie mal ganz kurz. Ja, und da versucht's auch schon im Hintergrund wieder der nächste Betrüger gleich an der Leitung. Ja, jetzt bin ich nochmal dran. Mhm. Hallo? Ja. So, okay. Herr Gerold, also wie gesagt, bei uns, bei den anderen Agenten funktioniert das. Ich weiß nicht, warum es bei uns nicht funktioniert. Ja, und es ist ja seltsam, wie gesagt. Und es ist auch seltsam, dass sie solche Fotos rübergeschickt haben, obwohl sie gewusst haben, also obwohl sie wissen, dass sie ein Foto von ihrem Ausweis brauchen, stellt sie. Ja. Jetzt wird's langsam Zeit, dass wir in die Endrunde übergehen und ihm klar machen, dass wir 60 Minuten seiner Zeit verplempert haben. Ich weiß ja nicht, entweder wollen sie eigentlich handeln oder wollen sie nicht. Soll ich Ihnen sagen, was ich seltsam finde? Ja, bitte. Den Job, den Sie machen. Menschen am Telefon betrügen. Warum betrügen? Sie haben kein Einverständnis, mich anzurufen. Wie kein Einverständnis? Wenn ich mich bei einer seriösen Plattform anmelde, ruft diese mich unter keinen Umständen an, ohne dass ich das erlaubt habe. Ja, Sie haben ja Ihre Dokumente reingelassen. Ne? Sie haben sich ja registriert. Das ist eine Einlassung eigentlich, ist es nicht. Dass wir Sie anrufen können. Auf gar keinen Fall. Verstehen Sie, was ich meine? Da, auf jeden Fall. Dann sollten Sie sich mal mit dem deutschen Datenschutzgesetz auseinandersetzen. Und wissen Sie, was noch seltsam ist? Wenn man Ihre Rufnummer zurückruft, kommt kein Anschluss unter dieser Nummer. Das ist genauso nicht seriös. Wie keine Anschluss? Ja, man kann Ihre Telefonnummer nicht mal zurückrufen. Die existiert nicht. Ja, ich sag ja, das ist eine IP-Adresse. Sie hat alles aufgezeichnet. Ja, das spielt ja keine Rolle. Aber man kann sie nicht zurückrufen. Das spielt eine große Rolle. Man kann eine E-Mail schicken. Sie rufen mich mit Internet-Spoofing an. Das ist in Deutschland auch illegal. Na, ich finde, dass es nicht illegal ist. Okay, ja. Es heißt, Sie wollen nicht. Sie wollen nur, mit uns spielen oder was anders machen, aber Sie wollen keinen Account Stimmt das? Na, hauptsächlich geht es mir darum, dass ich Ihre Zeit verplempern kann. Und 60 Minuten haben wir ja schon geschafft. In der Zeit konnten Sie niemanden anderen betrügen. Ja, das ist ja schön. Das ist ja super. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Dankeschön, ebenso. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Betrüger so gefasst bleibt, wenn er erfährt, dass er 60 Minuten seiner Zeit vollkommen verplempert hat. Scheinbar war er das wohl gewohnt. Aber gut. Die Leute sind aber auch unbelehrbar. Keine Ahnung, ob die das alles wissen, was die für einen Betrug am Telefon begehen. Ich weiß es wirklich nicht. Es wird sicherlich auch welche geben, die nicht wissen, was sie da die ganze Zeit tun, da die Firmen denen einfach einreden, dass das Ganze legal ist. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass man das nicht irgendwann mal begreift. Das Problem ist, wenn man einmal in so einem Job ist und man hat keine andere Arbeit in Aussicht, ist das natürlich auch ein ziemlich schwieriges Ding, dann da wieder rauszukommen. Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist, dass nur wenn ich mich auf einer Seite oder bei einer Firma registriere, nicht automatisch auch ein Einverständnis abgegeben wurde, dass ich angerufen werden darf.
Den Trading-Abzockern geht es einfach nur darum, die Einzahlung auch wirklich sicherzustellen, dass der sogenannte Kunde auch nicht abspringt und definitiv auch Geld eingezahlt wird. Nichts anderes hat dieser Anruf im Sinn. Auf der Webseite, worum es heute ging, gab es auch wie immer keine Informationen darüber, wo diese Firma herkommt. Also keine Adressdaten, kein Impressum, nichts. Auch wo die Firma registriert ist, also zum Beispiel bei der BaFin, war hier nicht zu finden. Das sind natürlich alles wieder eindeutige Indizien dafür, dass etwas mit der Firma nicht stimmt und all das, was hier gesagt wurde, definitiv nicht der Wahrheit entspricht und es kein seriöses Unternehmen ist. Solche längeren Videos sind natürlich ein Haufen Arbeit und man kann sich nicht vorstellen, wie lange man daran sitzt. Also ich sitze jetzt insgesamt 5 Stunden schon im Schnitt und habe natürlich auch 1 Stunde für das gesamte Telefonat benötigt. Zeigt mir gerne mit einem Daumen, ob euch das Video gefallen hat und vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt. Wir hören uns im nächsten Video. Bis bald!